Seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wer von euch hat auch eine Schubkarre und weiß ständig nicht, wohin mit dem Teil? Mir geht's genauso und das wollen wir mal zusammen beleuchten. Bleibt dran, bis gleich! Dieses blöde Teil, ich glaube, jeder von euch, der ein eigenes Haus oder ein Grundstück oder einen Garten oder was auch immer besitzt, der ist auch im Besitz einer Schubkarre und auch ich habe so ein Ding natürlich ganz klar und bisher hat die, oder nicht bisher, früher hat die hier in der Werkstatt gestanden. Ja, das waren noch Zeiten, da habe ich für so einen Kram noch Platz gehabt. Mittlerweile habe ich gesagt, geht nicht mehr wie alle anderen großen Sachen, Leiter und so ein Kram. Dafür habe ich draußen einen Schuppen gebaut. Der ist mittlerweile gebaut, wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das hier nochmal. Aber der ist natürlich auch platzmäßig auch begrenzt und ich habe immer schon gesagt, das war immer mein Plan, die Schubkarre, so wie die da von der Fläche, von der Grundfläche gestaltet ist, von der Größe, passt die da gar nicht rein. Die muss also hochkant irgendwie an die Wand gestellt werden und ich möchte heute zusammen mit euch so einen kleinen Wandhalter bauen, wo man die Schubkarre schön hochkant an die Wand setzen kann, wo die auch einschnappt und so, ich sag mal, einigermaßen sicher auch dann da aufbewahrt wird. Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ja, das ist das gute Stück. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich so eine Leiste an der Wand mache mit einem Profil, wo diese Kante hier so ein bisschen verschwindet und die da sicher festgehalten wird beim Hochkippen. Und das gleiche auch auf der Oberseite mit so einer Art Schnapper oder ähnlichem, dass die dann halt auch nicht mehr zurückkippen kann. Das ist mal wieder meine tolle Skizze. Das ist jetzt das, was ich euch eben gezeigt habe hier, was auf die Unterseite kommt. Das ist natürlich dreiteilig hier. Hier oben, das habe ich erstmal nur symbolisch gemacht, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Wir machen diesen Schieber hier, der dann von der Seite ungefähr so aussieht. Vielleicht mache ich hier oben noch so einen kleinen Nozzle dran, so eine Art Griff. Der würde sich dann in der Richtung auf- und ab bewegen. Von oben sähe das dann so aus. Das ist dieser Riegel hier. Der wird dann hier eingefasst von so einem Rahmen, den habe ich euch auch gezeigt. Und das ist die Wandplatte. Ein paar Maße, stört euch da nicht dran. So 1:1 werde ich die wohl nicht übernehmen. Ich glaube auch nicht, dass ich da eine Skizze für mache. Ich denke, das ist einfach den Aufwand nicht wert. Wenn ihr das Prinzip verstanden habt, sollte das kein Problem sein, das Ding nachzubauen. Ich habe einfach mal ein bisschen wild rumgesägt und habe hier schon die ersten Teile zumindest grob zugeschnitten. Das wäre die untere Befestigungsschiene für die Schubkarre, das Ding kommt an die Wand, dann diese Distanzplatte und obendrauf dann diese Leiste, sodass wir halt so ein Profil hier bekommen, sodass ich hier die Schubkarre sauber einhängen kann. Auf der anderen Seite, also oben, kommt diese Platte hier an die Wand, darauf diese beiden Stützelemente, worin nachher ein Bolzen oder ein Schieber gelagert wird. Der bekommt hier vorne noch so eine Schräge, sodass der beim Einhängen der Schubkarre quasi nach oben geschoben wird und dann durch sein Eigengewicht wieder runterfällt und verriegelt. Also eigentlich ist das ein größerer, schwererer Riegel. Damit der rundum geführt wird, kommt hier unten noch eine Platte hin. Und hier oben auch. Und da muss das Ganze natürlich noch im entsprechenden Abstand zur Wand befestigt werden. Aber ich denke, auch das kriegen wir hin. Den ganzen Kram kann ich jetzt mal final zusägen und werde dann auch bohren, sodass ich die ganzen Sachen nachher auch zusammen montieren kann. Der untere Teil hier, der ist ja relativ schnell fertig. Da gibt es auch nicht viel auszurichten. Hier oben muss man tatsächlich nochmal schauen, wie wir hier das mit dem Profil machen, wie schräg der Winkel sein darf oder wie flach er sein darf, damit das Ganze funktionsfähig ist. Schnell ein, zwei Schrauben hier reingemacht. Links und rechts, das sind die Befestigungsbohrungen, mit denen wir das Ganze draußen an der Wand festmachen können. Jetzt werde ich das vorne und hinten einfach noch bündig sägen, damit es einfach ein schöneres, stimmiges Gesamtbild abgibt. Hier habe ich schon mal provisorisch die Schrauben eingesetzt. Damit können wir dann die Markierung auf die Wand übertragen. Damit ist der erste Halter einsatzbereit. Der obere Halter ist ja insgesamt ein bisschen komplexer. Hatte ich am Anfang ja schon erklärt.
Das ist die Grundplatte. Da werden wir erstmal ein paar Löcher machen, um die natürlich an der Wand befestigen zu können. Zudem möchte ich halt auch die Seitenteile schon montieren. Dazu kann ich auch schon die Bohrungen platzieren und die halt auch montieren. Analog zu dem Abstand des Schiebers, den ich hier schon vorbereitet habe, sodass der sich hier auch leicht drin bewegen lässt. Ja, und dann müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie mal so einen Testaufbau generieren, wo wir dann sehen können, in welchem Abstand, also quasi in welchem Maß von der Kante aus hier der Schieber platziert werden muss, sodass die Schubkarre dann auch schön und sauber einrastet. Als nächstes werden die Seitenteile mit der Grundplatte verschraubt, deswegen habe ich mir das so ein bisschen verspannt in der Position, wie ich es nachher auch brauche. So in etwa könnte ich mir auch den Riegel vorstellen, hier oben in einer kleinen Griffmulde, sodass man den auch mit den Fingern anheben kann. Um jetzt den unteren Halter zu montieren, muss ich natürlich erstmal die exakte Höhe an der Wand ermitteln. Das heißt, ich habe mir jetzt mal die Schubkarre hier einfach an die Hauswand gestellt, Zollstock daneben, das ist der Halter. Da in der Kante soll ja diese Wanne nachher so ein bisschen einsinken. Das heißt, das wäre jetzt so die Höhe, in der ich das Ganze montieren kann. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Höhe von 54 cm. Ich gehe jetzt von den Bohrungen aus, 57 bis zu der Kante hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Schubkarre kippt natürlich auch noch nach oben, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Jetzt die Frage, wie weit kippt die denn noch? Jetzt steht die auf 58. Die heben wir mal ein bisschen an. Ist die Oberkante. So, wir müssen also darauf achten, dass wir bei der Montage diese Oberkante hier in der Höhe von 55 cm vom Boden montieren, damit die Schubkarre auch gut eingeklappt werden kann. Ja, ich denke mal, meinen Schuppen kennt ihr ja alle. Da soll jetzt die Schubkarre rein und ich zeige euch gerade auch, wie das da drin aussehen soll. Ich fahre die schon mal so an die erste Stelle hier. So, den Zollstock habe ich da einfach nochmal zur Kontrolle hingestellt. 55 cm hatten wir eben und jetzt kippe ich die nochmal leicht hier so an die Wand. Vielleicht ist es doch weniger. Es ist nur 52 cm. Okay, gut zu wissen. So, damit wäre der erste Halter jetzt auch schon fast dran. Holen wir mal die Schubkarre rein. Ja, top. Das sieht ja richtig gut aus. Ja. So soll das werden. Gut. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass es wahrscheinlich stabiler ist, wenn ich hier und hier auch noch eine Schraube reinmache, sodass es an der Wand besser hält. Das machen wir noch als erstes. Jetzt ist es besser, kann man das sehen, da oben sind jetzt auch noch zwei Schrauben. Damit hält das Ganze wahrscheinlich noch besser an der Wand. Ja, super. So, jetzt können wir auch direkt die Höhe sehen hier, die wir brauchen. 138,5. Ich glaube, alternativ zu messen können wir es noch viel einfacher machen. Die Schubkarre einfach mal noch mal hochklappen. So, den anderen Halter hatte ich ja schon vorbereitet. Der muss ja quasi hier, so muss der ja drunter passen. So, vielleicht noch ein bisschen Luft lassen, damit die Schubkarre da, aber die Wanne als solche wird sich ja nicht mehr verstellen. Die ist ja quasi fixiert so. Erste Schraube sitzt soweit, ich bohre die anderen drei jetzt noch vor. So, dann können wir jetzt in die Montage von dem Teil kommen. Ja, Halter oben hängt, Halter unten hängt damit auch. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen kehren, um den ganzen Bohrstaub wegzuholen. Jetzt kommt die Aufgabenstellung, die richtige Position des Riegels, dieses Riegels hier. Den habe ich jetzt mal hier mit einem Bohrer gehalten. Ansonsten hat er ja hier diese Aussparung.
würde er durchfallen, er hat noch keinen Anschlag. Ich muss jetzt noch die richtige Position des Riegels in dieser Richtung hier festlegen. Weil je nachdem, wie die Schubkarre aufbaut, der Rahmen liegt ja hier unten an dem Holz an. Da muss ich halt schauen, wie weit der Riegel nach vorne oder nach hinten kann. Je weiter nach hinten, desto besser, desto weniger klappert die Schubkarre nachher auch an der Wand, beziehungsweise desto enger liegt sie auch an der Wand. Ja, und dann muss hier halt noch ein Stopper rein in den Riegel und dann sind wir eigentlich quasi schon durch. Das Ziel ist ja, dass die Schubkarre nachher diesen Riegel hier durch die Schräge nach oben drückt und hier hinten einrastet und der Riegel wieder runterrutscht. Und da gilt es jetzt, die richtige Position zu finden. Jetzt zum ersten Mal mit den montierten Halthölzern. Klasse. So habe ich mir das vorgestellt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist hier ein Bolzen. Ich würde einfach mal Holzdübel nehmen, links und rechts, damit der, wenn die Schubkarre rausgenommen wird hier, damit der nicht durchfällt, ne? Damit der hier gehalten wird. Und zwar in der Höhe, wo das ja ideal ist zum Einhängen. Am besten in der Höhe hier. Der sitzt super. Das wollen wir natürlich direkt jetzt mit der Schubkarre probieren. Boah, super. Der besondere Clou ist natürlich, der Rasenmäher passt immer noch darunter. Das heißt, ich habe wirklich Platz gewonnen. Ja, Freunde, ich glaube, ich brauche keinem erzählen, dass mich das jetzt richtig glücklich macht, dass die Schubkarre endlich einen ordentlichen Platz hat. Und die hat tatsächlich über Monate letztes Jahr mal hier auf der Wiese in der Ecke, dann auf der Terrasse gestanden, den ganzen Winter über auch auf der Terrasse. Da wir natürlich auch mal damit Brennholz geholt haben. War bequem, ganz klar, aber die Schubkarre sieht auch nicht toll aus. Jetzt hat das Ding seinen Platz. Ich freue mich tierisch. Ja, Freunde, wem hat das Projekt genauso gut gefallen? Dann schaut ab und zu mal rein bei mir, damit ihr nichts verpasst. Lasst am besten ein Abo da und dann auch die Glocke nicht vergessen. So verpasst ihr nichts, wenn es was Neues bei PS Werkstatt gibt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.